Und das geht jetzt nicht von Ihren 4 Minuten ab. Auf geht's. Also ich hoffe, Sie entschuldigen meinen jugendlichen Leichtsinn, wenn ich einsteige mit den Worten, Herr Matusek, wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, warum ich hier heute Abend mit ziemlich gemischten Gefühlen stehe. Und das hängt damit zusammen, dass der Job des Religionskritikers auf der einen Seite sehr leicht ist, aber auf der anderen Seite auch verdammt schwer. Leicht ist er deswegen, weil es schlicht und einfach absurd ist, an einen Gott zu glauben, nur deswegen, weil man sein Gegenteil nicht beweisen kann. Das Gleiche gilt nämlich auch für die Zahnfee, und an die glaubt schließlich auch kein erwachsener Mensch. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir weltweit in Vergangenheit und Gegenwart beobachten können, dass Religionen die Menschen spalten in wir sind die Guten und haben Recht und ihr seid die Bösen und ihr liegt falsch. Und so entstehen Kriege oder werden zumindest dadurch begünstigt. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir einige große Vordenker haben, also sei es Epikur, sei es Darwin, sei es Marx, sei es Nietzsche, Feuerbach, Kant und so weiter. Ich könnte viele Namen nennen. Und in letzter Zeit hat sich der Job der Religionskritik sogar von alleine gemacht. Denkt man an die systematische Vertuschung der massiven Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen. Schwer ist der Job allerdings deshalb, weil wir schließlich staatlich finanzieren, dass Menschen wie Herr Huber dafür bezahlt werden, eine rhetorische Ausbildung zu machen. Das Ganze nennt sich Theologiestudium. Schwer ist der Job auch deshalb, weil Menschen sich, wenn sie erstmal erfolgreich indoktriniert wurden, häufig gegen Kritik immunisieren und vor allen Dingen auch manchmal persönlich beleidigt fühlen. Das mag der eine oder andere von Ihnen jetzt auch merken. Schwer ist der Job auch deswegen, weil uns Politiker immer wieder weismachen wollen, dass wir hier die Werte des christlichen Abendlandes genießen, obwohl doch Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegen Religion erkämpft werden mussten. Und die Caritas-Legende. Ist nett, aber Sie rauben mir Zeit. Die Caritas-Legende trägt auch dazu bei, dass sogar kirchenferne Menschen meinen, es gäbe, also die Kirchen würden doch so viel Gutes tun. Dabei muss man sagen, die Kirchen, also Caritas und Diakonie, werden zu 1,8% von der Kirche finanziert, der Rest kommt aus öffentlicher Hand. Eine billige Werbung also. Aber so schwer der Job auch sein mag, eins sollte klar sein, der Job ist bitter nötig. Denn solange religiöse Gruppierungen der Meinung sind, im Besitz absoluter Wahrheiten zu sein, solange deutsche Bistümer zum allergrößten Teil aus Steuergeldern, nicht aus Kirchensteuern, sondern aus Steuergeldern finanziert, aber vom undemokratischen Vatikan gesteuert werden, solange wir Berufschristen dafür bezahlen, dass sie Homosexualität als Sünde bezeichnen, die wieder die Natur wäre, und solange wir die nötige Kritik am Islam als islamophob oder gar als rassistisch abtun, solange kann und muss Religion kritisiert werden. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass auch wir, wie die Atomkraftkritiker, natürlich Alternativen im Gepäck haben. Und diese Alternativen lauten Aufklärung und Humanismus mit ihren 3 Stützpfeilern Wissenschaft, um Erkenntnisse über die Welt zu erlangen, Philosophie, um diese Erkenntnisse zu deuten, und Kunst, um dem Wunsch des Menschen gerecht zu werden, nach Kreativität und nach Lebensfreude. Wir sind dafür, dass Religion Privatsache ist, Religiosität Privatsache ist, dass Religion politisch und juristisch und vor allen Dingen finanziell vom Staat getrennt wird. Wir sind für eine Ethik, die sich an den Interessen des Menschen orientiert und übrigens auch aller anderen Tiere, statt einer gottgefälligen Moral. Wir sind für Diesseits statt Jenseits, für Heidenspaß statt Höllenqual. Denn ich möchte mein schönes Zitat noch loswerden. Denn wer das Atom spalten kann, sagt Michael Schmidt-Salomon, und über Satelliten kommuniziert, der muss die dafür erforderliche emotionale und intellektuelle Reife besitzen. Und eine Mythologie, die 2000 Jahre alt ist und von einer primitiven Hirtenkultur entwickelt wurde, wird uns dabei nicht weiterhelfen. Dankeschön.